Auch wenn Angela Merkel hier nicht sprechen will, es sollte ein demonstrativer Schulterschluss sein, als der türkische Ministerpräsident Davutoğlu gemeinsam mit Kanzlerin Merkel, EU-Ratspräsident Tusk und EU-Vizekommissionspräsident Timmermans ein Zentrum für syrische Flüchtlingsfamilien in Gaziantep eröffnete. Hier sollen syrische Kinder spielen und lernen können, traumatisierte Kinder und ihre Eltern auch psychologisch betreut werden. Ein Gemeinschaftsprojekt der Türkei, des UN-Flüchtlingshilfswerks und der EU. Am Nachmittag ein Besuch im Aufnahmelager Nisip unter höchster Sicherheitsstufe. Herzlicher Empfang für die Kanzlerin, die EU-Politiker und den türkischen Ministerpräsidenten durch syrische Flüchtlingsmädchen. Das Lager ist eine knappe Autostunde entfernt von der türkisch-syrischen Grenze. 4.850 syrische Flüchtlinge sind hier untergebracht. Die Wohncontainer, ausgestattet mit Satellitenempfang und Klimaanlagen. Oft herrschen hier Temperaturen über 40 Grad. 26 solcher Flüchtlingslager gibt es in der Türkei, die meisten im Südosten, nahe der syrischen Grenze. Insgesamt leben etwa 300.000 Flüchtlinge aus Syrien in diesen Lagern. Doch die große Mehrheit, nämlich 2,4 Millionen syrische Flüchtlinge, leben in türkischen Städten, zum Teil unter sehr schwierigen Bedingungen.